Jo, was geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Final Fantasy 7, dem Remake. So, jeder heilt sich erstmal so ein bisschen, so gut er kann. Ah, oh, sorry Leute, ich muss kurz niesen. Warte mal, wo ist Herbert hingegangen? Ist der Streit? Warte! Er tut uns nichts. Was ist das für ein Viech? Interessante Frage. Oh, echt nicht? Ihr wollt wissen, was ich bin? Ich kann nur sagen, dass ich das Wesen bin, das ihr vor euch seht. Ich wäre euch dankbar, wenn ihr mich akzeptiertet, wie ich bin. Die Kennung, die mir Hojo gegeben hat. Und wie lautet dann dein richtiger Name? Er ist entkommen. So ein Mist. Was nun? Okay, der nächste Flashback. Ich bin gekommen. Mutter, lass uns diesen Planeten zusammen zurückfordern. Mutter, sie sind wieder hier. Hey, Reno, wie wäre es, wenn du deine Wunden versorgst? Würde ich ja gern. Unternehmen wir nichts wegen Sektor 7? Was können wir schon tun? Überhaupt, war das nicht ein bisschen übertrieben?
Wenn wir es nicht getan hätten, hätte es ein anderer gemacht. Und diesem jemand haben wir erspart, sich die Hände schmutzig zu machen. Betrachtet es einfach so. Du verlangst das Unmögliche. Gut, wie ist es dann hiermit? Die Opfer waren nötig. Für die Balance. Ha? Man darf nicht nur nehmen. Man muss auch mal geben können. Das meinst du nicht wirklich ernst, oder? Wer weiß. Ja, habe verstanden. Der Vizedirektor ruft. Flucht aus dem Chaos. Cloud. Na endlich, du bist wach. Bist du okay? Ja. Wo sind wir? Hier habe ich gelebt, als ich ein Kind war. Willst du nicht lieber noch etwas schlafen? Fühlst du dich besser? Sonst leg dich lieber hin. Ich habe mir dieses Zimmer mit meiner Mutter geteilt. Es ist alles noch so wie früher. Nichts ist verändert. Jeden Morgen haben sie meine Mutter irgendwo mit hingenommen. Ich habe oft alleine geweint. Aeris, es wird Zeit, dass du redest. Und zwar über alles. Also gut, ich bin vom alten Volk. Aber das wisst ihr schon, oder? Der Begriff altes Volk stammt übrigens von Shinra. Wir selbst nennen uns Zetra. Der Planet gebärt uns, redet mit uns, öffnet sich uns. Auf das wir eingehen ins verheißene Land. Wo uns größtes Glück beschieden sein wird auf alle Zeit. Barret! Naja, also ich hatte das für ein Märchen gehalten. Shinra wohl nicht. Sie suchen verbissen das verheißene Land. Weißt du, wo es ist, Aeris? Gibt es das wirklich? Gute Frage. Irgendwann werde ich es vielleicht verstehen. Aber noch weiß ich nichts. Selbst wenn, wäre es euer. Nein, es wäre dein Land, Aeris. Selbst wenn das Mako da nur so aus dem Boden sprudelt. Shinra hat da nichts zu suchen. Sie wollen es dir wegnehmen. Ha! Diese gierigen Raffzähne. Cloud, du wirst Aeris hier rausbringen, klar? Ich hab noch ein Hühnchen mit Shinra zu rupfen. Barret, es ist nicht, wie du denkst. Nicht diese Nebelgeister schon wieder. Stammen die auch aus Shinras Labor? Das sind Moiren. Betrachte sie einfach als die Hüter dieses Planeten. Sie suchen die heim, die das Schicksal zu verändern suchen. Und halten sie auf. Wie meinst du das? Schicksal? Das Leben. Das Planeten von seiner Geburt bis zu seinem Ende. Der Lauf der Dinge
ist nicht mehr änderbar? Alles steht fest? Ja. Der Planet wird schon bald untergehen. Und diese dämlichen Scheißmäuren lassen uns ins Messer laufen. Ist das dein Ernst? Obwohl, langsam. Woher weißt du das alles überhaupt, hä? Wer garantiert uns denn, dass du uns nicht einfach etwas vormachst? Immerhin bist du ja einer von Shinras Hunden. Ich bin kein Hund. Als Aeris mir ihre Hand auflegte, hat sich mir all dies Wissen erschlossen. Also, wisst ihr? Aeris! Unser eigentlicher Feind ist nicht der Shinra-Konzern. Sie haben zwar damit zu tun, aber unser Gegner ist ein anderer. Ich will irgendetwas unternehmen. Für die Menschen. Diese Welt. Sag, Aeris, was weißt du genau? Im Moment so gut wie nichts. Je mehr ich forsche, desto verwirrter bin ich. Wenn die Mäuren mich berühren, geht immer ein Teil von mir verloren. Wie Blütenblätter einer welkenden Blume. Ganz ruhig. Wir finden einen Weg. Nanu? Okay. Endlich habe ich euch gefunden. Hey, was soll das? Na, habt ihr mich vermisst? Wedge! Du hier? Mann! Schon wieder auf Trab? Dank der guten Verköstigung bei Elmira. Aber wir haben jetzt, glaube ich, Wichtigeres zu besprechen. Schon bald? War das eine Explosion? Anormale Erschütterung. Das ist die Hauptgruppe von Avalanche. Sie wollen den Direktor einen Kopf kürzer machen. Ihr wart leider zu langsam. Wegen der Explosion wurde Alarmzustand ausgerufen. Wir stecken hier fest. Zugänge werden verriegelt. Kein Grund zur Sorge, junge Dame. Seht doch, die Routen im Labor sind noch nicht abgeriegelt worden. Ihr müsst hoch aufs Dach. Da wartet ein Hubschrauber der Hauptgruppe. Die Hauptgruppe? Als würden die uns jemals mit an Bord nehmen. Ich hab sie angebettelt. Bis sie genervt zugesagt haben. Wedge. Also dann, bis später. Der Schlingel hätte uns ruhig fragen können. Barrett. Er hilft uns. Zu Hause wasche ich ihm den Kopf. So, wait a minute. Ui. Dann let's go. Block sowieso nicht. Ich habe, glaube ich, noch bisher in diesem Spiel so selten geblockt wie alles andere im Leben. Aber ich brauche Aerith.
Und da muss ich gucken, wie ich die Materie umbaue. Ui, sieh mal an. So weit, so gut. So. Haben wir das fertig? Okay, das ist 100%, let's go. So weit, so gut. Unser Ziel ist also das Dach, richtig? Wir sollten den Fahrstuhl versuchen, den Hojo benutzt hat. Und wieso habe ich das Gefühl, das wird nicht ganz einfach? Geht es hier lang zum Fahrstuhl? Ja, ich kann den Mistkerl noch riechen. Wo geht es lang? Was ist denn hier passiert? Die Behälter. Sie sind alle leer. Oh oh. Mir schwant nichts Gutes. Mir auch nicht. Lang. Und wie? Er schon wieder. Und die das Verstärkung mit angerichtet. Dann sollen sie dafür bezahlen. Überlass die mir. Okay. Ich weiß nicht mal, wo gerade ein Gegner ist, muss ich zugeben.
Das reicht bald noch, das reicht auch viel. Es wird heiß! Gib mir 5. Ja, das war heiß. Er ist doch nicht ganz zutraulich, ha? Eine Küste in der Nähe? Da müssen wir wohl lang. Da müssen wir hier lang. Okay, ich muss da lang. Guck mal, ob hier noch irgendwo eine Kiste rumfliegt. Man kann ja nie wissen. Nö, alles klar. Hey, wo ist Barrett? Los. Sind wir hier? Also das ist die Frage, ich noch als Hexenküche. Shinras dunkles Geheimnis. Zum Zertrümmern fehlt uns leider die Zeit. Lasst uns schnell rauf aufs Dach. Also hier ist keine Kiste, hier ist gar nichts. Oh mein Gott. Was ist das? Genova. Mutter. Lass uns diesen Planeten zusammen zurückfordern. Ich hasse sie alle! Cloud? Vortrefflich! Mit meiner Theorie lag ich also vollkommen richtig.
Ich hoffe, meine Erwartungen werden auch weiterhin erfüllt. Okay, wo zur Hölle bin ich? Gruppe verlassen, Aerith und Tifa. Ich muss hier weg. Ich muss mich erstmal hier umschauen, ein bisschen mehr den Überblick hier verschaffen. Okay, hier ist nix. Dann geht's, glaube ich, nur da weiter. Hä? Okay, ich bin verwirrt. Okay, was ist das? Versuchsbehälter. So komme ich rüber. Mhm. Was ist das vorletzte Kapitel? Alter, was machen wir danach? Ich glaube Dying Light, oder? Ich habe irgendwie Bock drauf Dying Light, ich weiß nicht warum. Ach so. Das wird schon irgendwie klappen. Genug. Es ist aus. Weiter geht's. Kein großes Ding. Hier drunter. So, wie lange geht dieser Part? 27? Ich helfe dir. Oh, danke. Danke dir, lieber Gott. Ich danke dir wirklich. Was kannst du überhaupt? Als Gast an. Das heißt, er kämpft an deiner Seite, lässt sich aber nicht von dir kontrollieren. Verstehe, okay. Alles okay? Ja. Und die anderen? Scheinen nicht in der Nähe zu sein. Dann suchen wir sie. Ein Wiedersehen von Freunden. Also ich glaube nicht, dass ich noch irgendwie großartige Ausrüstung kriege. Schätze ich zumindest. Wo bin ich eigentlich? Wird an eine Wand das Symbol angezeigt, kann Red an dieser Stelle mit Y an eine Wand entlang klettern. Mit dem Hebel da drüben könnten wir uns einen Weg schaffen. Das müsste sich arrangieren lassen. Bist du sicher? Ja. Supi! Oh, ich liebe dieses Spiel. Dann auch wenn mich die Bossfights teilweise zur Verzweiflung bringen. Und dieses quasi Bestrafungssystem. Walzer Sektion 1. Ich habe irgendwo eine Bank gesehen. Bin ich verrückt geworden? Warte mal, ich habe irgendwo eine Bank gesehen. Ach, scheiß drauf. Will schon schief gehen. Oh, oh. Brauchst du Hilfe? Bist du dir sicher? Hab noch gar nicht richtig losgelegt. Ich zähl auf dich. Auf Onkel Barrett ist verlassen.
Was ist da? Was steht da? Ich habe keine Ahnung, ich kann das gar nicht lesen. Durchdringendes Auge. Ach so, durchdringendes. Meine Fresse! Lass mich mal. Ihr wollt mich doch irgendwie gerade verscheißern, oder? Irgendwie nützt das gerade nicht. Zähl auf dich! Zieh dich zurück! Ich zähl auf dich! Hier kommt Barrett! Jetzt bist du frittiert! Geht doch! Das ist wiederum nicht gut. Das ist jetzt gerade ganz, ganz unschön. Okay. Okay. What the fuck ist das? How the fuck do I do this? Das Ding macht mir mega viel Damage. Mega Trank. Das sollte reichen. Nichts überstürzt. Roger, ich übernehme. Barrett, du darfst mir auf jeden Fall nicht drauf gehen. Sonst bin ich am Ende. Ich zähle auf dich. Hier kommt Barrett! Meine Fresse! Scheiße, was wir. Scheiße! Aufgeben ist für Verlierer! Der ist kampfunfähig, kriegt sie. Schockladung. Ich muss aufpassen, dass ich nicht kurz Barrett zurückkomme. Verdammt! Perfekte Scheiße. Okay, ich hole ihn zurück. Aber mit Magie. Warte, ich habe genug Federn eigentlich. Ist egal. Nicht übertreiben. Hauptsache, ich hole ihn zurück. Ja! Nicht gut. Ich muss
durchhalten. Noch mal kurz eine Pause. Das ist ein Scherz. Das Ding ist krasser, das Ding ist heftig. Das Ding ist heftig. Das Ding ist fucking brutal. Diese Mutter ist fucking brutal. Er leckt mich halt am Arsch. Ey, diese Mutter ist ja wohl der Wahnsinn. Also diese Mod ist ja wohl der krasseste Scheiß. Selbst in 3 gegen 2. Ey, diese Mod ist ja wohl der Wahnsinn. Schlechthin. So, wartet mal. Das funktioniert sonst nicht. So, jetzt können wir es machen. Ich muss aber Energie sparen, ich muss zusehen, dass ich das hier. Bist du dir sicher? Bastard. Hier kommt Baron. Bastard. Schon wirklich, ich hasse es. Das ist wirkungslos. Ich werde die Kette nehmen. Wieso ist das wirkungslos? Eine Auffrischung. Wo ist der Wichser? Wo ist der? Ich hab den nicht mal gesehen. Wo ist denn der? Leck mich, Alter. Mach, what the hell ist das? Ist das hier eine Monsterfabrik oder was? So, wir sind auf jeden Fall besser als im ersten Anlauf. Fertigkeit, Schockschuss. Direkt. Aufpassen. So, weiter geht's. Ja,
Fick die Henne, diese scheiß Disco-Kacke. Habe ich nicht irgendwas dafür gegen Gift? Reputationskarte. Hier, bitte! Scheiß drauf, egal, es ist nicht schlimm, Ich hole den jetzt sowieso zurück. Nein, Quatsch, nicht das. Los, gib mal, lass mich mal. Bei dir, alles klar? Ja, keine Sorge. Na dann, ist ja gut. Der Ausgang? Was nun? Ganz einfach. Wir suchen Tifa und Aris. Und dann geht's rauf aufs Dach. Gibt doch sicher einen Fahrstuhl. Mal abgesehen von den Störenfrieden hat sich am Plan nichts geändert. Los, Leute! So, ganz kurz. So, jetzt geht's weiter. Die Tür ist verriegelt. Der Weg zurück ist abgeschnitten. Okay, wie lange geht dieser Part eigentlich? Ja, ich kann eigentlich hier dicht machen für heute. Zwillingsfehler. Hier geht's wohl nicht weiter. Dann geht's wohl da weiter. Warte mal kurz, wie geht denn das? Let's go. Wow. Netter Wandlauf. Ja, ne? Verflucht. Doch super! Sehr schön! Thank God, die haben mich gerettet. Wartet dort! Wir kommen jetzt zu euch runter! Und ihn! So, Zeit für einen Break. Was hat sie gesagt? Da drüben scheint irgendwas zu sein. Hier, Tifa. Cloud, kannst du mich hören? Ja. Ist bei euch alles in Ordnung? Soweit ja. Aber wir stecken hier fest. Was sollen wir jetzt tun, Cloud? Ah, könnt ihr mich hören? Ach, Hojo. Hojo. Ganz genau. Willkommen in der Walze, meiner bescheidenen Forschungseinrichtung. Sie ist der Dreh- und Angelpunkt dieser Welt. Fühlt euch ganz wie zu Hause. Und freut euch, denn ihr werdet die seltene Ehre haben,
zu werden. Was? Wenn alles vorbereitet ist, werde ich die Tür zu Sektion 3 öffnen. Obwohl, wo ihr gerade schon einmal zugegen seid, warum geht ihr mir nicht einfach etwas zur Hand? Eure Daten werden sicher sehr aufschlussreich sein. Ich und dem helfen? Da hat er sich aber geschnitten. Lasst ihn uns einfach ignorieren. Das wäre vermutlich zwecklos. Wie ich Hojo kenne, lässt er uns nur vorankommen, wenn wir ihm liefern, was er will. Er hat Sektionen erwähnt, nicht? Ich glaube, ich habe oben so eine Aufschrift an der Tür gesehen. Sehen wir es uns an. Hab ich eine andere Wahl? Ihr seid auf euch allein gestellt. Seid vorsichtig. Ja, sind wir. Wir warten hier. Wenn irgendwas ist, dann funkt uns an, okay? Geht klar. So, ich habe alle drei eigentlich ganz gut ausgebaut. Ob mit Cloud alles in Ordnung ist? Er benimmt sich schon länger etwas seltsam. Ja, aber mach dir deshalb keine Sorgen. Sag lieber mal, wie geht es dir denn? Mir? Alles im grünen Bereich. Really? Vielleicht noch ein super Trank. So, liebe Leute, ich mache mal Folgenbreak. Bis dahin, haut rein und tschüss.